Hello. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal Bros & Spirit. Ich bin Maximus und das Let's Play werdet ihr aus meiner Sicht sehen. Der Lawrence wird später vielleicht noch dazukommen, aber an seiner Stelle treten ein paar Freunde, die das Let's Play mit mir zusammen gestalten. Die werden auf jeden Fall auch sehr oft dabei sein. Aber die erste Folge sind sie jetzt noch nicht dabei, da werde ich jetzt erstmal alleine so ein bisschen reden und so. Also, wir gehen erstmal so ein bisschen aufs Spiel ein. Spielmodis gibt's Wettkampf, das ist so ranked halt. Da wird halt, ich glaube, man muss Ranked nicht erklären. Auf jeden Fall brauchte man dafür 12 Champions auf Stufe 4 und die habe ich jetzt vor 2 Matches ungefähr endlich abgeschlossen. Dann gibt es Benutzer definiert, erstelle VS-Teams aus 5 Spielern oder tritt einem bei. Kann man halt so einem Team beitreten oder selber machen. Training, damit man es erstmal lernt. Dann gibt es hier einfach, kämpft gemeinsam gegen andere Spieler. Da gehen wir mal rauf. Hier gibt es Challenges. Einmal das hier. Und Survival. Das ist da sei der letzte Überlebende. Erklärt sich, glaube ich, von selbst. Das hier ist, was das kommt noch. Das soll man austesten, wenn man möchte. Hier ist so eine Challenge, eine PvE-Challenge halt gegen den Computer. Kann man mit Freunden zusammenspielen, also ist auch online. Aber der Gegner ist halt der Computer. Ladung. Da, also hier weiß ich nicht genau, was man machen muss, habe ich noch nie gemacht, können wir ja mal in der nächsten Folge vielleicht machen oder so. Und hier ist Ladung, da muss man die, also wir sind jetzt am Anfang als erstes dran, muss man die Ladung in die gegnerische Base transportieren, und indem man halt daneben steht, aber natürlich verteidigen Gegner auch und andersrum dann in der zweiten Runde. Und wer schneller war oder vielleicht es gar nicht geschafft hat, der ist halt der Bessere und hat gewonnen. Und Belagerung, da kommt in der Mitte des Feldes ein Feld, also in der Mitte des Spielfeldes kommt ein kleines Feld, so ein Kreis, und da muss man sich reinstellen, um das Feld für sich zu gewinnen. Wenn man das Feld für sich gewonnen hat, erscheint auch so ein Wagen und den muss man halt in die gegnerische Base transportieren. Wenn man das geschafft hat, hat man halt einen Punkt und man kriegt auch einen Punkt dafür, das in der Mitte erobert zu haben. Und es gibt 4 Punkte. Wenn natürlich das gegnerische Team den Kreis in der Mitte erobert hat, dann müssen die probieren, das zu uns transportieren. Aber wir können auch verteidigen, und dadurch, dass sie nur einen Punkt dann halt bekommen, dass sie nur den Wagen da erobert haben. Man bekommt immer die ersten 3 Spiele am Tag, bekommt man so 300 Boni halt noch dazu. Und es gibt Quests, auf die werden wir jetzt nochmal kurz eingehen. Eine habe ich jetzt vor ein, zwei Quests irgendwie abgeschlossen, ein, zwei Runden irgendwie abgeschlossen. Das war, glaube ich, gewinne 2 Spiele als Schaden-Champion. Und hier gewinne 3 Spiele, eins müssen wir noch, und gewinne 2 Spiele in einer Gruppe. Das kommt dann auf jeden Fall auch noch. Dann Touren, wir gehen mal von unten durch. Mein Profil, ich bin Stufe 22, fast 23, fehlt nicht mehr viel. Ein Match vielleicht noch, oder ein, zwei. Ja, Champions 15 von 24, Skins 95 von 470, es gibt sehr viele Skins, 267 von 454 Karten und 1 von 4 Reittieren. Das Reittier hat man, dieses eine hat man halt so oder so. Die anderen 3 muss man ziehen oder sich, ja, ich glaube, die kann man nur ziehen. Ich glaube, die kann man sich gar nicht kaufen. Truhen gibt es einmal die strahlende Truhe, da also enthält Karten, Essenzen und kosmetische Gegenstände. Dann gibt es die kolossale Truhe, enthält seltene, epische und exklusive Skins, Emotes und Posen. Hier unten seht ihr, was da alles drin gibt. 2 davon habe ich schon, sagt er mir. Ach, das sind hier wahrscheinlich nur Beispiele. Also das habe ich hier auf jeden Fall. Ja, das müssen eigentlich nur Beispiele sein. Dann einmal die Helios-Truhe, enthält exklusive Gegenstände. Davon habe ich, glaube ich, noch nichts. Und Flair-Truhe enthält Emotes und Posen. 12 Gegenstände im Besitz.
Hier habe ich 293 von 790 im Besitz. Hier oben geht zum Profil, das ist gerade mein Geldstand und mein Elixierstand. Mit dem Elixier kann man sich Karten oder ich glaube andere Sachen, ein paar andere Sachen kann man sich auch noch kaufen. Juwelen, damit kann man sich halt auch so ziemlich alles noch kaufen, aber die bekommt man nur, wenn man sich sehr oft hintereinander einloggt. Also Tage hintereinander einloggt. Und in Touren kann man die, glaube ich, auch bekommen. Und es gibt so Wochenenden, so XP-Wochenenden oder Juwelen-Wochenenden, wo man halt Juwelen bekommt, wenn man gewonnen hat. Und das hier sind meine Champions. Wir können ja mal kurz alle durchsehen, Lex, durchgehen. Androxus, Bumpkin, Buck, Cassie, Drogos, Eevee, Fernando, Grock, Grover, Tyra. Torvald. Sky. Shaolin. Ruckus. And Bolt. Pip. Maldumba. Maldumba. Bei dem habe ich eine Waffe irgendwie gerade bekommen vor zwei, drei Runden. Aber ich habe den Champ noch nicht mal. Makoa. Maeve. Kanessa. Inara. Victor. Ying. Ja, also alle, wo so ein Verschluss halt vor ist, die habe ich noch nicht. Wo hier gar keine Zahl drin steht oder irgend so ein Verschluss halt ist halt, die sind halt auf Stufe 0, die habe ich, aber ich habe noch nie mit denen gespielt. Die Zahlen bedeuten, welche Stufe die sind und darunter der grüne Balken, wie viel ich halt schon habe zur nächsten Stufe. Drogus ist mein absoluter Main. Mit dem bin ich auch generell, glaube ich, am besten, würde ich jetzt mal so sagen. Mief ist so mein zweit krassester Charakter, würde ich sagen, mit der macht es am zweitmeisten Spaß zu zocken. Danach kommt, glaube ich, Cassie. Cassie. Glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade aber nicht genau. Ich habe hier auch noch was zum Ausrüsten, habe ich gerade gemerkt. Habe ich hier auch noch irgendwas? Ah, nee, ich glaube. Ja, was? Ach, Standard ist das und das hier habe ich mir geholt. Okay. Ja, da gibt es auf jeden Fall einige Sachen, die man sich holen kann. Bei den ganzen Charakteren gibt es so viel. Ich werde das hier offline dann nochmal alles durchgehen. Also außerhalb der Aufnahme. Und mal so die ganzen Sachen ausrüsten, was ich alles schon so habe. Ja, hier gibt es so halt Werbungen und sowas, was man alles machen kann. Erreiche Stufe 30 vor Ende der Open Beta und schalte Vulkan Macau frei. Den Charakter habe ich noch gar nicht, könnte ich mir, glaube ich, holen. Mache ich aber nicht. Ich spare. Und dann können wir uns mal. Ihr könnt ja mal in die Comments vielleicht dann schreiben, ob ihr jemanden wollt oder so. Jemanden bestimmten. Lex. Ich spare, glaube ich, auf Lex für 7500. Weil der halt neu ist. So, was kann man noch sagen? Beim Shop kann man jetzt halt noch so spezielle Sachen jetzt hier. Die ganzen Vulkan-Sachen zum Beispiel. Gibt es halt so ganz viele Sets. Ja, also, das kann man glaube ich dazu sagen. Es sind ganz viele so spezielle Sets. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Runde. Wettkampf machen wir dann mit den anderen, den ich ja dann zusammenspiele. Aber erstmal machen wir eine ganz normale Runde. Und zwar Belagerung. Es gibt auch viele verschiedene Maps.
Man kann es so ein bisschen mit Overwatch eigentlich vergleichen, das Spiel an sich. Das Spiel, also Paladins, war sogar mal kostenlos. Ich habe es mir auch kostenlos geholt damals. Aber jetzt kostet es, glaube ich, was. Ich glaube, im Moment 15 €. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist auf jeden Fall krass, was aus dem Spiel geworden ist. Ich habe es auch von einem der Freunde, die hier dann auch bei dem Let's Player Wein sein werden. Von dem habe ich das auch. Also der hat mir das mal so gesagt. Ja, lass mal das und das zocken. Habe ich mir das runtergeladen. Damals hat es ja noch nichts gekostet, zum Glück. Und es hat mega Bock gemacht. Da hat irgendeiner nicht angenommen. Ist ja toll. Androxus. In der Zeit können wir mal kurz durchgehen, ob ich hier irgendwas ausrüsten kann. Oh, was jetzt? Okay, ich muss mich nochmal einloggen. So. Ich müsste jetzt endlich drin sein. Das ganze Wochenende hat schon irgendwas mit Paladins nicht gestimmt. Deserteur vor allem, ja, mit Sicherheit. Ja gut, dann müssen wir jetzt 1:30 warten. In der Zeit kann ich das aber hier schnell alles ausrüsten. Ich wollte gerade sagen, habe ich das einfach frei. Nee, oder? Ich wollte schon sagen. Nee, ich habe das nicht ausgerüstet, oder? Geht ja gar nicht. Das habe ich im Besitz. Und als Waffe habe ich mir die goldene vor kurzer Zeit geholt. Nee, vor einer etlichen Zeit war das sogar schon. Androxus. Habe ich irgendwelche Stimmpakete für ihn oder so? So. Hier habe ich auch so ein Set einfach mal geschenkt bekommen. Irgendwann, vor kurzer Zeit. Jo, ich habe sehr viel für den. Sogar so ein Spray, was ich gleich noch, auch noch mal zeigen werde. Zwei Optionen. Ach so. Aber das läuft hier noch, oder? Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt können wir noch mal auch machen. So. So können wir mal kurz weit gehen. Ich glaube, für den habe ich gar nichts. Dürfte ich auf jeden Fall nicht. Es sei denn irgendwie gezogen. Aber ich glaube nicht. Es sei denn Karten und so, sowas habe ich von so ziemlich jedem jetzt schon bekommen. Cassie. Ich glaube, bei Cassie waren wir schon. Oh, aber das hat er nicht ausgerüstet. Hat er auch nicht ausgerüstet. Dann hat es wahrscheinlich gerade irgendeinen Fehler gegeben. Weshalb der die Sachen nicht ausgerüstet hat. Select a champion. Oh. Okay, wen nehmen wir? Jaguarfelle. Ich würde sagen, 10 seconds wir remaining. nehmen einfach mal in der ersten Runde Victor.
Victor. Das ist so der typische Shooter. Ja, das habe ich gerade eben gemacht, deswegen hat er das jetzt auch nicht ausgerüstet. Deswegen machen wir das noch schnell. So. Okay, wir haben eigentlich ein ziemlich gutes Team. Let's get this done. Victor ist, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber so der typische Shooter. Der hat eigentlich alles so gemeinsam, wie man es aus typischen Shootern halt kennt. Mit F kann ich hier immer sprinten. Das muss auch nicht irgendwie aufladen oder so, oder? Hat es jetzt gerade. Nee, ich wollte schon sagen. Das kann ich gedrückt halten, wenn ich loslasse. Ah, nee, ich kann auch einmal nur drücken und dann rennt er so, aber wenn dann halt. Wenn ich dann halt nochmal drauf drücke, hört er auf. Aber ja. Mit links baller ich halt einfach. Dann lädt er nach. Ich kann aber auch ein paar Mal schießen und damit R einfach nachladen. Mit R kann ich halt durch Kim und Korn zielen. Mit Q werfe ich eine Bombe. So eine Granate halt. Ja, und die Ult werdet ihr nachher nochmal sehen. Man kann ja auch so durch die Flanken und so gehen. Ich werde hier auch immer gucken, nicht dass hier irgendjemand kommt. So, werfen wir mal die Bombe da rein. Oh shit. Nein! Das hat ordentlich Damage gemacht. Hä, hey, habt ihr das gerade gesehen? Unser Tank war einfach an der Seite drin. Okay, wir holen jetzt auf. Ich komme. Nein, die dürfen nicht ein. Easy. Was halt echt. Wir müssen ja echt aufpassen. Und deren Tank kann machen, was er will. Fuck. Wo ist sie? Deren Mief, die Mief springt einfach 500 Mal um dich rum und du. Ich hab hier doch gerade eine Bombe hingeworfen. Die Mief springt einfach 500 Mal um dich rum und macht die ganze Zeit Schaden. Richtig schön sneaky immer. Ach ja, hier stehen die Eliminierungen, die Credits, Todesstöße und beste Strähnen. Eliminierungen sind nicht nur Kills, sondern auch Assists, die zählen auch dazu. Das ist. Dadurch macht das Spiel auch mega Bock, weil man. Die Abstauber sind scheißegal, weil du die Eliminierung trotzdem bekommst. Und ich glaube, wir setzen hier mal die Ulti hin. Oh nein, ich bin gestorben. Aber ich habe noch jemanden mit der Ult gekillt. Mit der Ult hätte ich theoretisch das komplette Team killen können, aber. Es ist selten, dass alle auf einem Fleck stehen, vor allem bei so einem Team, wo fast nur Schadensleute dabei sind. Und Flanken natürlich. Die teilen sich halt die ganze Zeit auf. So kann man es, glaube ich, besser formulieren. Werfen wir da mal eine Granate rüber. Ja, deren Tank. Yes. Fuck. Trogas hat so eine Range. So eine Explosionsrate. Das ist mega krass bei Trogas. Komm. Yes.
meine, ich mache mehr Schaden, wenn ich aus der, also durch Kim und Korn ziele. Ich glaube, da habe ich so eine Karte ausgewählt gehabt. Ich laufe mal hier lang. Shit. Jetzt lädt er ausgerechnet danach. Das ist halt nochmal sowas, wo man halt nochmal richtig reinballern kann. Mit T kann man da so ein Spray hinsetzen. Bei Beric, diesen Tankfight, habt ihr ja gesehen, habe ich noch so ein anderes Spray. Man kann hier leider nicht mit Drogoth oder so rausfliegen. Obwohl, dadurch, dass ich... Ich habe jetzt so eine Karte freigeschaltet, dass er sich schneller oder beziehungsweise höher nach oben stößt. Könnte man das nochmal probieren? Man kann auf jeden Fall rausballern. Das sieht man jetzt hier nicht so deutlich bei dem. Ja, doch. Sieht man ganz gut eigentlich. Oh. Auf jeden Fall ist die Map auf beiden Seiten gleich. Oh ja, die Ult von dem ist so krass. Egal was er trifft. Es ist zu 100% tot. Es sei denn, es ist Fernando. Deren seine Ult ist nämlich, dass er unverwundbar ist. Haben wir noch den Kill geholt. Einfach mal reinballern die Ult. Jo. Oh yes. Kill sie, kill sie. Ich bleib hier. Yes, wir haben den Punkt. Fuck. Der soll mich nicht angreifen. Reicht schon so, danke. Ich werde jetzt mal hier. Oh. Fuck, wo denn? Nein! Ah, da stand er mir drin. Aber ich stehe gar nicht mal so schlecht. Ich habe vorhin. Ne, nicht vorhin, was? Vorhin, ey. Ich habe vor ein paar Tagen mal mit Victor gespielt, aber da war ich nicht so gut mehr. Ah, shit. Hätte ich fast einen Double Kill gemacht. Oh, shit, der Herr. Ach ja, am Ende einer Runde kommt immer ein Highlight. Und da wird halt ein Triple Kill gezeigt oder so. Kommt drauf an. Halt, was das Beste in der Runde war. Ein Highlight halt. Die Granate. Granate. Die Granate macht sehr viel Schaden. Hä? Alter Shit. Die Ult hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Shit, ich bin mega low. Nein, aber ich krieg noch die Eliminierung dafür. Lustig. Ach ja, man könnte mal hier kurz die Items so zeigen. Mach ich dann einfach in der nächsten Runde. Was man so alles so holen kann. Man hat ja eine gewisse Zeit auch. Das macht auch schon relativ viel Schaden, was der da macht. Das Problem bei Victor ist halt, der muss ziemlich oft nachladen. Was? Yes. Yes. Nein. Ich
glaube, da kann man noch was mit den Karten rausholen, dass ich. Ich glaube, das bringt's wirklich. Dass ich mehr Muni habe. Weil diese 25 Schuss. Ich kann ja mal kurz machen. Wie schnell die weg sind. Weil er hat ja auch schon eine ziemlich krasse Feuerrate. Wie heißt der? Mega Kill, alles klar. Okay, es steht 2-2. Theoretisch können wir es für uns entscheiden. Oh! Das hat heftig Damage gemacht. Ja, dann setze ich jetzt meine Ulti hin, ganz ehrlich. Ja, alles klar, kein Kill. Okay, Drogos. Als ob die Tank mich gerade killen wollte. Wie wollte sich das denn machen? Ja, und den Bereich hier, den manchen Kreis, den müssen wir halt einnehmen. Fuck! Okay, ich geh mal hier hoch. Nein! Yes! Hä, ja, kann ich das irgendwie. Nein! Wo war die? Oh, die waren alle hinter mir. Ey, nee, Leute, kommt. Nehmt das jetzt bitte ein. Lockt die da raus oder so. Die dürfen nicht den Kreis einnehmen. Jo, ich glaube, unsere sind wieder da. Ja. Meine Ult ist fast da. Sie mal. Als ob Mief. Ach, die haben das eigentlich. Alles klar. Ja, okay, die dürfen es nicht schaffen in diese 2 Minuten jetzt. Ich guck mal ganz kurz. Okay. Okay, die erste Folge ist auf jeden Fall eine lange Folge. Aber da kann man jetzt auch ziemlich viel. Als ob, ey, Quarek. Muss weg. Geh mal darüber. Die ist mega low. Okay, dann kann ich hier von denen vielleicht eingreifen. Fuck, ich krieg ziemlich viel Schaden durch die Tür. Oh, hier ist Abgrund. Weg! Nein! Was macht er? Lebensrest habe ich jetzt auf Maximum. Man kann Sachen dreimal kaufen. Das habe ich einmal gekauft, das auch einmal, das zweimal. Aber die dürften das eigentlich nicht schaffen. Ne? Oh fuck. Okay, jetzt hat die den gekillt. Wollte ich eigentlich tun. Komm. Lass mich. Fuck, ich hab sie unterschätzt. Ah, zum Glück. Kommen da welche? Es kann nicht sein. Alles klar.
Sache, warum wir gewonnen haben, ist, glaube ich, die. Dass deren Tank die ganze Zeit diese Mauer geplaced hat und dann. Also, die hatten ja zwei Tanks. Ja, knapp 100.000 Schaden. Mit Drogos mache ich 178.000 Schaden, das ist mega krass. Truhe öffnen. Rare. Hä, bin ich jetzt mit Victor Level 10 oder was? Oh cool, ausrüsten. Eben lustig, oder? Victor. Nee. Ach, ich bin wahrscheinlich Stufe 23, ne? Ja. Inara. Jo, dann haben wir hier noch eine Karte für Inara bekommen. Während er wacht, heilst du 30 Leben pro Sekunde. Okay. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge Paladins. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt schon mal, wie ihr das Spiel findet. Auf den ersten Eindruck. Und ja,